Wenn gefährliche Tiere nicht wissen, was Glas ist. Hast du schon einmal gesehen, wie sich Tiere im Zoo hinter einer Glasscheibe verhalten? Es kann spektakulär sein, vor allem wenn sie sich darin spiegeln. Ob die Glasscheibe stark genug war oder nicht, erfährst du jetzt, wenn gefährliche Tiere nicht wissen, was Glas ist. Because he's hunting. So stay. Sean, stay. Look. Nummer 21. Löwe. Wie niedlich. So sieht es aus, wenn Aslan die kleine Lucy trifft. Aber das ist nicht Aslan. Sieh dir nur seine Krallen an, die über das Glas schrammen. Man muss es dem kleinen Mädchen lassen. Statt Angst zu bekommen, ruft es seine Mutter. Der Löwe weiß nicht, wie er zu ihm kommen soll und kratzt weiterhin wütend an der Scheibe. Hey, böser Aslan, du bekommst das Mädchen nicht. Nummer 20. Strauß. Dieser Strauß scheint sauer auf den Spiegel zu sein. Immer wieder pickt er dagegen. Aber warum macht er das? Offenbar hat er ein echtes Hühnchen mit ihm zu rupfen. Vielleicht hat es sein Gesicht in dem Spiegel gesehen und ist erschrocken über das bösartige Monster, das ihm entgegenstarrt. In diesem glänzenden Ding lauert ein Monster. Ich muss es zerbrechen, ehe es herauskommt. Nummer 19. Tiger. Das nenne ich ein aufregendes Zoo-Erlebnis. Schließlich pirscht sich nicht täglich ein sibirischer Tiger an einen heran und man überlebt nur dank einer Glasscheibe. Der Tiger schleicht sich an, stürzt sich auf den Jungen und knallt gegen das Glas. Was wäre, wenn es nicht da wäre? Was, wenn es zersplittert wäre? Das war gefährlich. Nummer 18. Tiger. Wenn sich ein sibirischer Riesentiger anpirscht, kann man binnen Sekunden sterben. Vielleicht möchte dieser Kerl das, als er sich an diesen Mann heranschleicht, der für ein Foto posiert. Dabei bewegt er sich im Stealth-Modus und gerade als der Tiger springt, schlägt er mit der Faust gegen das Glas. Das hätte dem Tiger sicher wehgetan. Nummer 17. Giraffe. Was machst du, wenn deine Windschutzscheibe in einem Wildpark schmutzig ist? Du rufst einfach nach einer Giraffen-Autowäsche. Gab es je einen cooleren Scheibenwischer? Warum diese Giraffe diese Scheibe so sehr liebt, weiß der Himmel. Aber sie kann einfach nicht aufhören, daran zu lecken. Vielleicht glaubt sie, dass ein menschliches Wesen so aussieht, nachdem sie Menschen darin gesehen hat. Nummer 16. Gorilla. Dieser Gorilla scheint seinen Tag zu genießen, während er seinen Snack frisst. Aber man kann nicht umhin zu bemerken, wie er das Glas anstarrt. Vielleicht haben Menschenaffen doch Gefühle und wenn dich jemand anstarrt, als wärst du ein Affe, würdest du dich auch aufregen und genau das passiert. Als jemand etwas gegen die Scheibe wirft, dreht der Gorilla durch und schlägt dagegen. Nummer 15. Nicht stark genug. Wenn es um Gorillas geht, die Glas zertrümmern, ist der erschreckende Vorfall im Zoo von Nebraska unübertroffen. Dieser riesige Silberrücken hatte offenbar einen schlechten Tag. Er rastet aus und donnert gegen die Scheibe, die tatsächlich zerspringt. Dieses Mal war das Glas nicht stark genug. Nummer 14. Markor. Dies ist eine tolle Werbung für Glas, das zugegebenermaßen sehr stabil ist. Diese Markor, eine der größten Ziegenrassen der Welt mit faszinierenden Hörnern, hinterlässt nicht einmal einen Kratzer im Glas, obwohl der Kerl alles daran setzt, sie zu zertrümmern. Aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nummer 13. Affe. Siehst du den verrückten Affen im Hintergrund? Er turnt wild herum, vielleicht um Aufmerksamkeit zu bekommen oder weil er durchdreht? Der Schimpanse schlägt etliche Purzelbäume und knallt schließlich gegen die Gehegescheibe. Vielleicht ist er das Alpha-Männchen und will nicht, dass andere Männchen vor seinem Käfig herumhüpfen. Nummer 12. Bär. Wäre das Glas nicht gewesen, wären diese Kinder im Cheyenne Mountain Zoo in Colorado Springs schon längst Grizzly-Futter. Das ist ein großer Bär, dem die spielenden Kinder vor seinem Käfig nicht zu gefallen scheinen und der versucht, ihnen in den Hintern zu beißen. Nummer 11. Känguru. Nicht nur Hunde werden verrückt, wenn sie sich im Spiegel sehen, sondern auch dieses Känguru, das ernsthafte Probleme mit seinem eigenen Spiegelbild hat und alles tut, um es zu bekämpfen. Es fixiert den Feind im Spiegel genau und beginnt auf diesen einzuschlagen und es scheint ihm wirklich ernst zu sein. Die Tatsache, dass es dabei verletzt wird, bestätigt seine Annahme des Känguru-Rivalen.
Nummer 10. Freundlicher Beluga-Wal. Beluga-Wale sind freundliche Geschöpfe. Aber auch sie wissen nicht, was das glänzende, durchsichtige Ding ist, das sie von den Menschen trennt. Dieser liebenswerte Wal versucht, einem Besucher einen Kuss zu geben. Stattdessen bussiert er das Glas, aber man muss zugeben, dass dies erstaunlich ist. Nummer 9. Nicht so freundlicher Beluga-Wal. Auch Beluga-Wale stoßen mitunter an die Grenzen ihrer Freundlichkeit. Vor allem, wenn sie sich von Menschen belästigt fühlen. In diesem sehr kleinen Zoo-Aquarium schlägt der eingesperrte Wal schließlich zurück und schnappt mit einer Grimasse zu, als ein Mensch an die Scheibe klopft. Und hey, er tut es nicht nur einmal, sondern noch ein zweites Mal. Der ist richtig sauer. Nummer 8. Seekuh. Wenn Menschen schon durch Glas krachen, könnte man dieser Seekuh verzeihen, dass sie das auch versuchte. Sie schwimmt direkt gegen die Scheibe, was ihre Fettröllchen zum Zittern bringt. Sollten Zoos und Aquarien das Glas nicht besser abschaffen? Vielleicht tun sie das, vielleicht aber auch nicht. Nummer 7. Fuchs. Aber spätestens bei diesem Video mit dem tollwütigen Fuchs, der aussieht, als wolle er eine wilde Beißattacke starten, fühle ich mich doch wohler, wenn eine dicke Glasscheibe da ist. Sieh dir nur seine bedrohlichen Zähne an. Es wirkt so, als könnte er damit jeden Moment das Glas durchbeißen. Oh Mann, was für eine lange Zunge hat dieser Fuchs. Nummer 6. Jaguar. Sieh dir diese bezaubernde Szene zwischen Jaguar und Hund an, die, getrennt durch eine Scheibe, miteinander spielen. Die beiden Tiere amüsieren sich prächtig und vergessen das Glas völlig. Der Jaguar rollt sich wie eine Schmusekatze hin und her. Vielleicht freut er sich darüber, endlich ein Tier auf der anderen Seite zu sehen, anstatt einen lästigen Menschen, dass er vergisst, dass er eine Raubkatze ist. Nummer 5. Adler. Ein Adler wollte in Virginia einen Schaufensterbummel machen, aber offenbar hat er eine ganz eigene Vorstellung davon. Der Adler ist direkt durch das Glas gekracht und weiß nicht, inmitten der zerbrochenen Scheibe, wie er wieder herauskommen soll. Er sieht aus wie eine Schaufensterdekoration, doch man muss zugeben, dass er ein wirklich hübsches Kerlchen ist. Nummer 4. Kojote. Das sieht nach einem gefährlichen Kojoten aus und er scheint auch sehr aufgeregt zu sein. Er fletscht seine Zähne und wir wissen nicht, ob er sich über sein Spiegelbild ärgert oder einfach nur wütend ist, dass er nicht in den Laden kommt. Doch das sollte man besser nicht herausfinden wollen. Der Kojote tritt sogar gegen das Glas, aber das ist auch schon alles, was er tun kann. Nummer 3. Kleiner Affe, großes Durcheinander. Affen sind schlaue Kerle, aber dieser übertrifft alle. Er möchte das Glas mit einem Stein zerschlagen. Wie er auf die Idee kam, weiß niemand, aber wenn es ihm gelungen wäre, hätte es Chaos gegeben. Offensichtlich möchte er ausbrechen und erfahren, was auf der anderen Seite ist. Das würdest du auch, wenn du ein Affe wärst, der hinter einem seltsamen, durchsichtigen Ding leben und Menschen beobachten müsste, die sich wie du verhalten. Nummer 2. Tiger und Hund. Zwei Tiger gegen einen Hund im Zoo von San Diego. So wie die Raubkatzen auf- und ablaufen, scheinen sie das seltsame Glasding, das sie von ihrer scheinbar saftigen Mahlzeit trennt, zu verfluchen. Der alberne Hund will lediglich spielen und freut sich über die großen Katzen. Aber die Tiger sind weniger erfreut und drehen durch. Nummer 1. Weißer Tiger. Unsere Nummer 1 ist dramatisch. Dieser weiße Tiger mustert den Mann vor seinem Käfig ganz genau, ohne dass dieser das merkt. Die Raubkatze pirscht sich an ihre Beute heran und gerade als sie losspringen will, dreht sich der Mann um und erschreckt den Tiger. Vermutlich wusste er die ganze Zeit, was dahinter passiert und hat dem Tiger einen Streich gespielt. Hätte dieser das Glas zerbrechen können? Ich denke, das möchte niemand herausfinden. Aber was denkst du über diese Tiere und wie sie auf die Glasscheiben reagiert haben? Denkst du, sie sollten überhaupt eingesperrt sein?